Es tut sich nichts. Du glaubst doch nicht, dass wir zu spät gekommen sind, oder? Ich weiß es nicht. Und dann willkommen zurück zu Shannara. Und einer der Diener führt uns auf unser Zimmer und bringt uns etwas zu essen. Ah, endlich was zu essen. Aber wir verbringen auch eine schlaflose Nacht und kriegen kaum was runter, wenn wir uns den Kopf darüber zerbrechen, ob König Minion überleben wird. Als wir endlich einschläfen, dämmert es draußen schon. Du wachst auf, als es klopft. Winston steht in der Tür und lächelt. Junger Herr, König Minion wünscht euch zu sprechen. Er ist in seinem Gemach mit Prinzessin Shella und dem Druiden Alanon. Du läufst in König Minions Schlafgemach. Shellas Lachen kommt dir schon entgegen, als du eintrittst, und König Minion scheint wieder gesund. Du bist überrascht, Alanons dunkle Erscheinung neben dem Bett zu sehen. Jack, komm rein. Ich habe dir zu danken, dass du mir das Leben gerettet hast. Shella hat mir alles erzählt. Bisher habe ich immer deinem Vater bei Schwierigkeiten geholfen. Und jetzt hast du mich gerettet. Erzähl das Shea, wenn du nach Hause gehst. Jack geht jetzt nicht nach Hause. Er muss erst nach Tyrsis, um das Schwert von Shannara zu holen. Das Schwert von Shannara? Alanon, du willst diesen Jungen doch wohl nicht hinter Bronner herschicken. Jack ist ungefähr so alt, wie du und Shea es waren, als ihr beide losgezogen seid, um den Dämonenlord zu bekämpfen. Aber wir waren damals junge, waghalsige Draufgänger. Doch für solch eine Mission braucht man erfahrene Männer, wie Shea und mich. Shea muss Shady Vale verteidigen und du musst dein Reich schützen. Du bist nicht mehr der sorglose junge Prinz von einst. Du bist König und hast deine Pflicht. Jack muss nach Tyrsis gehen und König Balinor warnen. Ich werde ins Tal von Chael gehen und mit dem Schatten von Bremen sprechen. Dann werde ich Jack in Tyrsis treffen. Du willst Jack doch wohl nicht alleine losschicken. Ich werde mit ihm gehen. Nein. Vater, Jack und ich haben schon bewiesen, dass wir ein gutes Team sind. Wir sind sicher an all den Monstern hier vorbeigekommen und haben dir ein Gegengift hergestellt. Außerdem hast du immer gesagt, ich sei mit dem Bogen fast so gut, wie du es warst. Nein, ich werde dich nicht mitgehen lassen. Es handelt sich hier nicht um einen Ausflug. Es ist ein gefährlicher und tödlicher Auftrag. Wenn Shella tatsächlich so gut ist, wie du es warst, wird Jack ihre Hilfe brauchen. Nein, Alanon. Sie ist meine Tochter und ich möchte sie nicht verlieren. Ich werde meine besten Soldaten schicken. Vater, bitte. Shella, du bleibst hier. Dann entschuldige mich. Jack, wir sehen uns später. Bis später, Shella. Shella läuft aus dem Raum raus und kann sich gerade noch zurückhalten, nicht die Tür hinter sich zuzuknallen. Oh Mann, Shella. Und wir sollen uns aufmachen, hinter Bruna herzugehen? Wow, ein Abenteuer. Genau das, was wir immer wollten, aber so sicher ist man sich langsam auch nicht mehr. Die ganzen Gefahren, einmal so real. Alanon, kannst du uns denn irgendwie helfen? Warum schickst du mich nach Tyrsis? Du musst Balinor warnen, dass der Dämonenlord zurückgekommen ist. Weiterhin musst du als Elf deinen Anspruch als Erbe des Schwertes von Shannara erheben. Du musst Bronar gegenübertreten und ihn für immer vernichten. Warum ausgerechnet ich? Nur ein Nachfahre des Hauses von Shannara kann das Schwert benutzen. Und du und dein Vater sind die einzigen Nachfahren, die noch leben. Ich dachte, mein Vater hätte Bronar vernichtet in dem Buch Das Schwert von Shannara von Terry Brooks. Shea hat den Dämonenlord vernichtet. Trotzdem hat eine furchtbare Magie ihn aus dem Reich des Todes zurückgerufen. Wie das geschah, weiß ich nicht. Aber ich werde es herausfinden. Dieser elende Gnom mit seinem Singsang. Hätte vielleicht nicht so viel Age of Empires spielen sollen. Awololo. Warum ist Bronar eigentlich so gefährlich? Bronar kennt alle alten Magien. Er wird sein Wissen benutzen, um sich die Weltherrschaft zu sichern. Viele werden ihm gerne folgen und hoffen, dass er die Zwerge, Elfen und Menschen für immer vernichtet. Jetzt, da er ein Wesen des Todes ist, kann er außerdem auch über die Toten befehlen. Sie werden aus ihren Gräbern kommen, um seine Befehle entgegenzunehmen. Der schwarze Lord dürstet nach Rache. Und er wird alles vernichten, um sein Ziel zu erreichen. Und warum brauche ich dafür das Schwert von Shannara? Das Schwert von Shannara hat Bronar schon einmal besiegt. Und das ist das Einzige, was er fürchtet.
Es liegt in einer Gruft in Tyrsis. Dein Vater hat es dort als Symbol des Friedens und der Freiheit zurückgelassen. Du musst das Schwert von Shannara holen und sein Versprechen noch einmal einlösen. Es klingt nach einem großen Auftrag, einer so großen Queste. Davon hätten wir nie geträumt. Warum begleitest du mich nicht, Alanon? Mit deiner Hilfe wäre es doch alles ein Kinderspiel. Wir haben gesehen, wie er einfach ein Monster, ein Schlag, eine Zauber, den er eingesetzt hat, war es weg. Es wäre doch super, wenn der bei uns wäre. Du bist kein Kind mehr und niemand muss dich an die Hand nehmen. Ich habe andere Verpflichtungen und Aufgaben. Nimm jemanden mit, dem du traust. Vermeide alle unnötigen Begegnungen. Und dann solltest du auch ohne mich gut in Tyrsis ankommen. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Wie komme ich denn am besten nach Tyrsis? Es gibt eine Straße, die von Lea direkt nach Tyrsis führt. Die Reise wird ein paar Tage dauern. Okay, wenn ich diese Reise machen soll, bereite ich mich jetzt lieber vor. Ich muss nur Proviant einpacken, am besten noch ein Schwert. Ja, bei so vielen Monstern ist es besser, man geht bewaffnet. Und ja, ich brauche auf jeden Fall noch irgendein... Ja, ich brauche mehr Leute, die mir helfen werden. Sag mir Bescheid, wenn du etwas brauchst, Jack. Ich werde ein paar Leute ernennen, mit dir zu gehen, nachdem ich mit Alanon gesprochen habe. Benutze immer deinen guten Menschenverstand. Das ist der beste Rat und die beste Waffe. Leb wohl, Jack. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, Alanon. Das können wir richtig gut gebrauchen. Manion, schön, dass es dir wieder gut geht. Geht es dir noch wirklich wieder besser? Das habe ich dir zu verdanken. Und Shella hat mir sehr geholfen, hierher zu kommen. Meine Wachen werden dir helfen, nach Tyrsis zu kommen. Und, also Shella darf nicht mit mir mitkommen. Aber sie hat mir noch so sehr geholfen. Naja, wann brechen wir auf? Du musst so bald wie möglich aufbrechen. Morgen früh werde ich alle Vorbereitungen für deine Reise treffen. Okay. Ich danke dir, Minion. König. Wir werden hier wohl nichts weiter erledigen können. Die beiden werden sich noch unterhalten, wie sie alles am besten angehen werden. Wir schauen mal runter zu Winston. Vielen Dank, dass ihr unseren König gerettet habt. Euretwegen kann er Lea wieder regieren. Ja, sehr gerne. Aber wo ist eigentlich Shella hin? Shella? Hier ist sie nicht, oder? Shella kommt ganz plötzlich hinter dem Springbrunnen hervor. Jack, ich werde dich auf keinen Fall allein losziehen lassen. Es ist zu gefährlich. Du wirst meine Hilfe brauchen. Okay, Shella, hast du denn eine Idee, wie wir das anstellen könnten? Dein Vater sagte nämlich, dass du mich nicht begleiten dürftest. Selbst Alanon hält das für eine gute Idee. Ich weiß, dass mein Vater mich nur schützen will. Aber wenn wir Brona nicht aufhalten, sind wir alle in Gefahr. Dein Vater wird eine Eskorte mitschicken. Ich weiß nicht, ob ich deine Hilfe brauche. Du weißt, dass ich dir mehr nützen kann als eine Eskorte. Ich finde alle Spuren und weiß, wie man Monstern aus dem Weg geht. Und ich kann höllisch gut mit dem Bogen umgehen. Du brauchst mich, Jack. Das weißt du auch. Du hast recht, ja. Bringt uns mir was anderes einzureden. Aber es ist so gefährlich für dich, mich zu begleiten. Ich will nicht, dass dir was zuschießt, Shella. Verstehst du nicht? Es ist gefährlicher, wenn du ohne mich gehst. Wenn du das Schwert von Shannara nicht findest und Brona nicht besiegst, wird die Welt zerstört werden. Nur du und dein Vater können mit dem Schwert umgehen. Und dein Vater ist inzwischen ein bisschen zu alt für einen Helden. Ich kann für mich selbst sorgen. Ich habe keine Angst vor Gefahren. Außerdem scheinst du mich nicht besonders gut zu kennen, wenn du meinst, dass ich mich um ein Abenteuer wie dies bringen lasse. Ja, dann haben wir wohl beide diesen Abenteuergeist. Was machen wir denn jetzt am besten? Komm, lass uns versuchen, aus der Stadt zu kommen, bevor sie die Tore schließen. Okay, schnell zum Stadttor. Wir können das schaffen. Das klingt nicht gut. Wir kommen zu spät. So ein Mist. Verdammt. Thomas, wir müssen durch das Tor. Tut mir leid, Prinzessin Shella. Mein Befehl lautet, jetzt niemanden aus Lea rauszulassen. Jack muss hier raus. Es ist sehr wichtig. Ohne König Manions Erlaubnis darf ich niemanden hier rauslassen. Und da sind wir wieder. Gefangen. Mist, 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 Mist. Wie kommen wir jetzt hier am besten raus? Ist geschlossen und er weigert sich, das Tor für uns zu öffnen. Oh, Mist, Shella, hast du vielleicht eine Idee? Was sollen wir denn jetzt tun? Ich weiß noch nicht.
Gib mir noch etwas Zeit, um nachzudenken. Können wir Thomas vielleicht irgendwie dazu überreden, das Tor zu öffnen? Ich glaube nicht. Er hat die Befehle meines Vaters immer befolgt. Vielleicht könnten wir deinen Vater noch dazu bewegen, seine Meinung zu ändern. Mein Vater kann sehr stur sein, wenn er möchte. Das ist wohl keine Option. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Wir sollten vielleicht woanders hingehen und uns etwas einfallen lassen. Gute Idee. Und ob uns etwas einfällt, wie wir hier am besten rauskommen und zusammen auf die Reise nach Tyrsus gehen, erfahren wir natürlich wie immer in einer weiteren Folge von Shannara. Bis zum nächsten Mal, Freunde!